dass einfach der Terminkalender. Er kommt. Es kam immer mehr dazu. In England hat man dieses Zitat, was Sie genannt haben, mit dem Hamsterrad. Das ist ein bekanntes Zitat. Da hat man wirklich dieses Gefühl, man dreht sich, man kommt ja auch nicht wirklich einen Schritt weiter, sondern es ist einfach so ein im Kreise drehen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt da, der war jetzt eigentlich an der Stelle gar nicht vorgesehen und überhaupt für die Sendung heute gar nicht vorgesehen, aber ich glaube, die Kollegen haben ihn noch vorliegen. 2.17, da kommen Sie aus einer Fraktionssitzung heraus. 17. Oktober, erinnern Sie sich an den Tag? 17. Oktober 2017, ja, ich ahne was. Das war diese Klausur in Potsdam? Genau. Oder ahne ich, welches Gesicht ich gezogen habe? Ja, vor allem auch wie Sie reagiert haben. Das ist sehr interessant. Ach so, ja, das war diese Pressekonferenz, ich weiß. Genau. Wir schauen uns hier einmal kurz an. Weniger unter politischen Aspekten, sondern eher unter der Frage Druck. Was bricht sich da an, Schulze? Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Und wir haben jetzt eine Fraktionssitzung, eine sehr produktive, auch eine sehr kontroverse gehabt. Wir freuen uns beide, die man war schon. Nun lass doch die Rosi auch mal mitspielen. So. Ja, ich sehe Sie heute, da sehe ich einen entspannten Menschen sitzen und da sehe ich einen anderen Menschen angespannt, bis aufs Letzte. Ja, das war, also zum einen muss man sagen, Rosi, was los? Das war allerdings eine Anspannung, die mich gar nicht so belastet hat. Also das ist auch interessant, das ist spannend. Ich habe ja sowas noch nie als Spitzenkandidatin gemacht, aber es ist anstrengend. Also man ist schon gestresst und geschlaucht, wenn das vorbei ist. Und dann hatten wir eben diese schwierige Klausur. Da ja, los, Rosi. Ach, das will ich gar nicht. Nun trau dich. Es war ganz schwierig und es war ganz anstrengend. Und ich war da zwar auch froh, denn da war sie ja schon vorbei, aber ich glaube, dann hatten wir schon angemerkt, dass da einiges vorgefallen ist, was jetzt nicht so begeisternd war. Sie sagen, man versucht der Außenwelt weiß zu machen, dass man Panzer hat und dass einem keiner eigentlich was kann. Ist das der Versuch? Ja, in der Politik muss man das fast. Also es haben ja viele mir jetzt gesagt, ja, dass ich jetzt so offen damit umgehe, dass es mir nicht gut ging. Aber das kann ich auch nur, weil ich ja nicht mehr diese Spitzenpolitik machen will. Ist das wirklich so? Ja, also weil... Also war sozusagen das eine Bedingung für das andere? Es ist schon schwierig, wenn, also für alle Parteien, also bei Regierungsämtern erst recht. Also ich erinnere mich, als Schäuble noch Finanzminister war und als mal deutlich wurde, dass es ihm nicht gut ging, kam sofort die Spekulation, kann er eigentlich noch Finanzminister sein. Also es wird schon erwartet von Politikern in Funktionen, sicherlich, klar, ich will jetzt da nicht jammern, ich meine, jeder entscheidet sich freiwillig dafür, dass er das macht, aber da wird schon erwartet, dass man dann auch voll funktioniert und voll einsatzfähig ist und nicht irgendwie schlapp macht. Ich erinnere mich gerade, wie Heide Simon es mal hier in der Sendung erzählte, wie sie am Brustkrebs erkrankt war, im Wahlkampf war und mit dem Chemobeutel sozusagen unter dem Sakko aus der Klinik rausmarschiert ist, auf die Bühne gegangen ist und weiterhin ihre Infusion bekommen hat. Also und kein Mensch kriegte mit, dass sie an Krebs erkrankt war. Also da muss ich sagen, da habe ich höchsten Respekt. Ich glaube, das könnte ich nicht. Also es ist auch die Frage, was man kann. Also ich glaube, mancher kann sich da auch eher